Im Rahmen der kürzlich zu Ende gegangenen Bischofssynode für Afrika unterstrich Pater Joaquin Allende, der internationale Präsident von Kirche in Not, die sakramentale Kraft, die den Kontinent charakterisiert. Ich bin sehr beeindruckt von der Atmosphäre der Herzlichkeit und von der Kraft, von der der afrikanische Kontinent geprägt ist. Nicht nur wegen des großen Wachstums der Zahl der Kinder, die durch die Taufe Teil der Kirche werden, oder der Konversionen, oder auch durch die vielen Priesterberufungen, sondern besonders wegen des Beitrags Afrikas für die Zukunft, der ein entscheidender ist. Das Hilfswerk Kirche in Not ist eine internationale Vereinigung von gläubigen Katholiken, die der verfolgten Kirche durch Gebet, Pastorale und besonders durch materielle Hilfe beisteht. Jedes Jahr unterstützt die Organisation zwischen 5.000 und 6.000 Projekte weltweit und hat nationale Büros in über 17 Ländern. Der Präsident hob, nachdem er sich kürzlich mit Papst Benedikt XVI. Getroffen hatte, der den sichtbaren Erfolg der Arbeit von Kirche in Not lobte, das Streben des Heiligen Vaters nach Gerechtigkeit, Versöhnung und Frieden hervor. Und dies ist die größte Sorge des Papstes. In einer Welt, die sich verändert, einer sich selbst zerstörenden Welt, ist es die wichtigste Aufgabe, die Botschaft von Jesus Christus und den Glauben an ihn am Leben zu erhalten. Natürlich müssen wirtschaftliche Lösungen gefunden und neue Institutionen gegründet werden. Aber wo ist die Seele dessen, wenn der Mensch Gott vergisst? Schafft er es dann alleine? Es gibt keine Brüder, wenn die Menschen nicht Söhne sind.